Nachdem wir uns mit den Weltwundern aus dem Staub gemacht haben, fällt den Mayas jetzt auf einmal auf, dass sie gar nicht wissen, was sie mit den Dingern eigentlich machen wollen. Unsere beste Chance scheint deshalb zu sein, uns ins gemachte Nest zu setzen und die Weltwunder an heiligen Stätten zu platzieren, die wir dann mit Schutzzaubern belegen können, was uns pro Stück 150 Mana kosten wird. Ein ziemliches Schnäppchen, wo man sich fragt, wieso wir das eigentlich nicht in jeder Mission machen. Unser erstes Ziel ist der blaue Spieler, dessen Burg wir erobern und danach für den Rest des Spiels verteidigen müssen. Unsere beiden Priester dürfen ebenfalls nicht sterben, in der Praxis heißt das aber nur, dass wir zu keinem Zeitpunkt weniger als zwei Priester besitzen dürfen. Ob am Ende die Priester vom Anfang noch leben, ist egal, wenn wir vorher andere bekommen haben. Die grünen und gelben Spieler haben nur jeweils vier große Türme, die wir erobern müssen, bevor wir die Weltwunder dorthin bringen können. Danach können wir jederzeit, sobald wir 150 Mana haben, einen Priester dorthin schicken, um das Weltwunder zu platzieren und mit einem Schutzzauber zu belegen. Wenn wir die Burg erobert haben, kommt eine weitere Fähre, die uns 20 Diebe liefert. Das kann aber glitschen, wenn eure Fähren zu sehr im Weg sind, schickt sie also lieber vorher irgendwo hin, wo sie nicht stören. Das Gebiet des blauen Spielers gibt uns großzügige Startvorgaben, Platz ist aber so eine Sache. Wir werden den Großteil unseres Holzes von Wanderholzfällern beziehen. Ich empfehle euch auch, euer Startmana für den Steinfluch zu nutzen, sobald das Startsteinfeld erschöpft ist, um einem Steinmangel vorzubeugen. Der Berg östlich der Burg enthält Kohle, Eisen und Stein. Südlich davon finden wir Kohle und Gold. Diese Berge bieten genug Platz für mehrere hocheffiziente Minen. Der Berg im Westen ist leider leer. Falls ihr weitere Rohstoffe benötigt, werdet ihr im Berg östlich der Halbinsel fündig. Ich habe diese Rohstoffe aber nicht gebraucht, da Erz in dieser Mission kein Flaschenhals ist. Zu sicher solltet ihr euch aber nicht fühlen, denn es gibt auch einen versteckten Römerspieler, der nach Ablauf des Attack Delays in zufälligen Abständen angreift. Dabei wechselt er aber auch immer wieder die Richtung, haltet also die Augen offen. In der Praxis ist eure Burg aber nicht wirklich gefährdet, die Römer sind mehr am südlichen Eingang zur Halbinsel interessiert. Das trifft sich gut, weil dort eine Heilquelle platziert ist, die wir mit einem kleinen Tempel aktivieren können. Ihr Radius wirkt etwas beengt, in der Praxis ist er aber deutlich größer. Wenn ihr mit Settlers United spielt, dürftet ihr bald eine angepasste Version des Skripts bekommen, wo der angezeigte Radius entsprechend angepasst ist. Außerdem ist dies auch eine der Missionen, in der ich die sonst unbegrenzten Gegner-Spawns gedeckelt habe, da unbegrenzt ansteigende Truppenzahlen nach jedem Angriff Abstürze hervorrufen können. Nachdem ihr etabliert seid, ist es relativ trivial, durchzuhalten, bis ihr genug Mana besitzt. Die feindlichen Angriffe haben nicht allzu viel Kraft und die Heilquelle tut ihr Übriges. Sobald beide Weltwunder an ihrem Platz sind, habt ihr die Maya-Kampagne erfolgreich abgeschlossen. Als Prequel zum Finale der Römer-Kampagne macht sich die Karte gut, aber die Herausforderung liegt mehr in ihrem Gelände als in den Gegnern.